Hallo und willkommen zurück hier zur Admiral Sportshow. Folge 85 und endlich sitzt wieder jemand neben mir. Oh. Nicht nur unsere Gäste, sondern auch du wieder, Oh, Kathi. das Freut freut mich mich. ganz Hast du mich besonders. vermisst, Benny? Ja, wo warst du Oh. letztes Mal? Wo war ich das letzte Mal? Ja, ich war Ja, in London. wieso? Ja, ich habe meinen Geburtstag gefeiert. Ganz Meinen international, oder Geburtstag, wie? international. Du warst ja auch Ja, wer war unterwegs, ein habe ich runder gesehen. Geburtstag, darf Ja, man das sagen? genau. Ja, kann man auf jeden Wie Fall hast du sagen. deinen 20er gefeiert? Den 20er, das weiß ich nicht mehr. Aber den 30er habe ich auf jeden Fall ausgiebig gefeiert. Aber jetzt bin ich wieder Ich fit habe leider keine und Torte, aber zurück. Ach, wir oh, wie haben schön. zumindest Süß. Luftballons. Ist das nicht Sehr schön? süß. Die habe Wieder ich auftreiben können, aber mal lieb meine von dir, Backkünste danke. leider sind zu schlecht. Oh, Aber schade. vielleicht kann ich noch Aber ich sehe, heimlich du was. hast da tolle Geschenke. Ist da Die eins für ist mich nicht, dabei? nein, da ist nichts für dich. Ist das nur Leider, Fake? das ist nur Fake. Das Zeig sieht mal ans Herz, man bitte, ja Benny. nicht Zeig mal einmal. ans Herz. Was Ich dachte willst du schon, der sehen? Benny, Jetzt fällt darunter dass auch schon noch Benny was. schenken was, aber es ist leider. Es ist leer. Nein, es ist leer. Das ist leer. Es Schade. ist leer. Aber du warst ja auch unterwegs. Ja, ich war aber nicht in London, ich war in Rom. Ja. Hab gescoutet. Lazio gegen Cagliari. Wie war's? Interessantes Spiel, nicht Ja. besonders aufregend, hätte ich gesagt. Stadionerlebnis an sich war schon lässig. Ich glaube, um die 40.000 im Stadio Krass. Olimpico. Ja. Allerdings, das Match an sich war ja überschaubar. 1:0 für Lazio. Nette Partie gewesen. Ciro Immobile wird verehrt wie ein ganz, ganz großer Gott, hat ja auch schon eine große Vita, die er bei den Römern zu Buche stehen hat. Aber dennoch glaubst du, der hat mit Lazio schon 17 Mal die Champions League gewonnen, wenn du da hörst, was im Stadion abgeht. Also krasser Trip bei dir. Heute habe ich gesehen, warst du auch schon sportlich unterwegs. Ben ist nämlich mit seinen Langlaufski hergekurft nach Wien. Hast es Ach Gott sei so, Dank noch rechtzeitig nee, ich geschafft, habe ja? sie rechtzeitig abgelegt. Ja. Ja, Also es war dann doch ist nicht nur ganz eins ausgegangen. klimaneutral der Zug, wenngleich das mit den Skien auch der Fall gewesen wäre. Und ich war nicht mit dem Flugzeug unterwegs. Bringt mich zu unserer großartigen Regie, auch am heutigen Donnerstag. Da ist sie. Am internationalen Tag oder am Tag der internationalen Zivilluftfahrt. Aha. Spannende Sache. Ich glaube, Sehr ein Aha quittiert das Ganze spannend. am besten. Aber wir kommen jetzt, hätte ich vorgeschlagen, zu dem, wofür wir hier zusammengekommen sind. Das ist sehr schön gesagt. Schöner Teaser auf das, was uns jetzt Denn es erwartet. geht heute um unser aller Lieblingsthema. Es geht um Fußball, 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 nämlich um die Admiral-Frauen-Bundesliga, um die Admiral-Bundesliga, um das Nationalteam der Herren und der Frauen. Also heute wirklich alles rund ums Thema Fußball mit dabei. Und natürlich auch zwei Stargäste, auf die wir uns Zwei freuen. großartige Gäste von den FK Austria Wien Frauen, nämlich Spielerin Yvonne Weilharter und die sportlich Verantwortliche, die sportliche Leiterin Lisa Mackers, werden in Kürze dann hier bei uns Platz nehmen und Ja. werden dann auch dabei sein, wenn wir am Ende unser Gewinnspiel auflösen. Ja, es gibt nämlich natürlich heute was zu gewinnen. Also, Benny dekoriert hier einfach mal in Ruhe seinen weihnachtlichen Tisch fertig. Und zwar gibt es für euch heute einmal zwei Tickets für ein Bundesligaspiel eurer Wahl plus on top 50 Euro Wettguthaben für einen Gewinner oder eine Gewinnerin, die natürlich besonders aktiv heute ist. Also werden wir ganz genau reinschauen in den Chat und schauen, wer da am meisten schreibt. Und bleibt dran, denn die ein oder andere Überraschung gibt es auch heute. Aber da wollen wir nicht zu viel Spätestens verraten. im Hell of a Corner dann, wo es ja auch Ja. immer etwas Wettguthaben abzustauben gibt. Wir haben noch gar nicht unseren Chat begrüßt. Den Chat, den begrüßen wir jetzt, denn da ist ja auch schon einiges los. Wonderboy ist auch schon am Start. Er schreibt sehr coole Gewinne. Dankeschön, ihr Lieben. Caroline schreibt Hallo, Evo, grüß euch. Daniel Furry wünscht uns einen guten Abend. Und ich habe gesehen, du bist ja auch krank aktuell, Daniel. Deswegen alles Gute, gute Besserung auch von Was heißt uns. gute Besserung auf Englisch? Get well soon, Daniel Dann müssen Furry. wir Inter das, also wenn es der international Daniel hier. Furry ist, müssen wir es international ausrichten. Aber auch auf Twitch. Schuki1, Servus an alle. Da geht es auch rund auf Twitch. Dann gibt es noch ein paar Mauchi. Meinungsverschiedenheiten, welcher Der Verein jetzt Donnerstag der hat wieder Beste einen ist. Sinn, Der schreibt Mauchi, die Liebe Grüße nach Sportschwester. Wien, liebe Grüße zurück nach Hause oder nach unterwegs, Ihr wohin auch schreibt es immer. gerne, wo es ihr gerade schaut, die Admiral Christian Deserek, Sportschau. echt toller Gewinn mal wieder. Danke, Gatti, ganz lieb. Ich schließe mich den Glückwünschen oder den Besserungswünschen natürlich an dieser Stelle sehr, sehr gerne an, lieber Herr Furry. Christoph Gute Urbas, Besserung. zwei Daumen nach oben. Mario
ist auch mit dabei. Das freut uns. Und wir haben noch gar nicht gesagt, wie man das gewinnen kann, glaube ja, ich. Ja, wie kann man es denn gewinnen? Weil wir haben uns gedacht, das ist die Weihnachtszeit, ja, steht bevor. Deine letzte Show heuer. Die letzte Show des Jahres für mich. Deswegen bin ich auch in weihnachtlichen Rot heute gekleidet. Deswegen jetzt auch diese Weihnachtsdeko, diese wunderschöne. Genau, wie kann man es gewinnen? Ihr schreibt uns einfach, was wünscht ihr euch zu Weihnachten in sportlicher Sicht? Zum Beispiel, dass eure Lieblingsmannschaft auf Platz 1 in der Tabelle in die Winterpause startet oder noch ein ganz besonderes Ergebnis jetzt am Wochenende in der Admiral-Bundesliga. Schreibt es uns gerne rein und dann schauen wir, wer da den schönsten Weihnachtswunsch hat. Bist du schon in Weihnachtsstimmung? Eigentlich ja, du? Nein, ich noch gar nicht. Spätestens heute mit der tollen Weihnachtsdeko. Nein, ich bin noch nicht in Weihnachtsstimmung. Ich bin schon in EM-Stimmung. Ach so, das auch, ja. Du schaust schon ins nächste Jahr. Ja, und auf unseren Senf der Woche. Ihr habt, wie gehabt, abstimmen können auf Instagram, für welches Thema ihr euch entscheidet für unseren Senf der Woche. Es ist die EM-Auslosung geworden, die am Wochenende über die Bühne gegangen ist. Und Kathi, eine attraktive und interessante Gruppe. Eine interessante Gruppe und wahrscheinlich auch nicht allzu einfach. Wir haben es natürlich auch für euch, die wird auch in Kürze eingeblendet werden. Da können wir auch gemeinsam den Blick drauf werfen. Wir sehen es da, Österreich, Niederlande, Frankreich mit dabei und dann auch noch ein Überraschungsgegner, der entweder Polen ist, dann Wales oder Finnland heißen wird. Das entscheidet sich erst im März. Also das ist, glaube ich, eine richtige Krachergruppe. Spannend wird sicher zum Zuschauen, aber schwierig. Aber was meinst du, Benni? Möglich ist alles, das wäre jetzt wieder was fürs Phrasenschwein, aber ich glaube, wir haben da schon eine, also wir, Österreich natürlich, hat da schon eine richtig spannende Gruppe bekommen. Die ist definitiv, hätte definitiv auch leichter werden können. Aber es wird spannend. Hat Deutschland jetzt Losglück oder nicht? Ja, schau mal. Ich habe heute einen Artikel nur als dieser gelesen, dass die Deutschlandgruppe dann doch nicht so einfach ist. Was ist denn in der Deutschlandgruppe? Schottland, Ungarn und die Schweiz. Liest sich am Papier natürlich etwas gemütlicher als unsere Gruppe, aber... Vielleicht gibt es das große EM-Wunder von Österreich. Bonuscode bitte! Tut wenig zur Sache gerade, ich weiß, aber Buena, ich kann darauf hinweisen, dass man natürlich Wettguthaben gewinnen kann. Buena jeden Donnerstag. Hofft, dass Österreich Europameister wird. Er ist nämlich zum Finale im Stadion. Das wäre live. Und schreibt erstmal, mega cool, dass du dort bist. Richtig nice. Wer weiß, vielleicht gibt es das große EM-Wunder. Österreich, ja. Europameister. 1992 Dänemark, du würdest es fühlen. Ja, ich würde es fühlen. Ich wäre dafür. Du fühlst es. Christian wünscht uns eine tolle und erfolgreiche EM. Eine unerfolgreiche EM? Oder? Und so. Eine erfolgreiche. Und ansonsten, der Christian... Ach so, das sind schon die Weihnachtswünsche. Ja, die ganzen Weihnachten, okay. Na, du sollst bitte in Lissabon die Conference League sichern, dass Dortmund endlich mal wieder Meister wird. Cupsieger werden sie ja nicht in dieser Saison, das steht seit gestern fest. Und ansonsten wünscht sich die Caroline... Bettwäsche von ihrem Lieblingsverein. Müsste man nur noch wissen, welcher das ist. Ja. Oder es ist vielleicht ja eh die Wiener Austria, dann wäre das heute genau das passende Thema. Ich habe noch eine Meinung, weil du nach Meinungen gefragt hast. Auf X habe ich die aufgegriffen, was die Euro 24 betrifft. Hier ist sie auch schon, die Meinung von Pascal. Nennt mich verrückt, aber ich sehe Österreich in der Gruppe nicht chancenlos. Schließt du dich dem an? Definitiv. Also ich glaube... Da wird es das EM-Wunder geben. Und ich habe auch gerade gesehen, Mario Mbappé ist uns gerade gefolgt auf Twitch. Danke Mbappé. Für dein Follow. Ja, vielleicht ist er sogar verwandt mit ihm, wer weiß, gell? Vielleicht ist das, nur den Vornamen geändert. Aber alles sehr, sehr möglich. Cool. Macht auch ihr das so wieder, Mario Mbappé? Einfach Follow da lassen auf Twitch, auf TikTok, auf Instagram, auf YouTube, überall, wo es die Admiral Sport Show gibt. Und ich sage es euch, würde ich nicht verpassen an eurer Stelle, ja? Weil das zahlt sich wirklich aus, da reinzuschauen. Podcast, vor allem auf haben TikTok. Wir auch schon gesagt. Natürlich auch Podcasts. Ja. Überall, wo es Podcasts gibt. Überall. Nämlich überall. Und vor allem auf TikTok rein schon, da ist schon das ein oder andere witzige Aussicht dabei. Da sind wir bald in neuen Sphären unterwegs. Da gibt es super Videos. Ja, aber deswegen? Das lenkt jetzt auch vom Thema ab. Ich glaube, wir kommen zum Highlight der heutigen Show, Kathi. Zu und das sind unsere Gäste. Genau so ist es. Sollen wir sie zu uns holen? Hol sie gerne zu uns. Unter tosendem Applaus. Vielen Dank an dieser Stelle an die Regie. Yvonne Weilhatter und Lisa Mackers von FK Austria Wien sind jetzt hier bei uns, Folge 85. Hi. Hallo, schön, dass ihr da seid. Danke fürs Vorbeischauen. Du hast einen Sackerl mit, Lisa, ganz heimlich. Ein Geschenk. Brauchst dich nicht zu genieren, Geschenke nehmen wir immer gerne an. Diese Geschenke, das ist ja ein Top-Geschenk. Ja, mehr als Top-Geschenk. Schauen wir jetzt schon rein oder später? Schauen wir jetzt rein, ich bin neugierig. Okay. Und Kathi fühlt es auch schon, glaube ich. Die Fans im Chat sind auch schon gespannt. Also es ist sozusagen
das Austria-Wien-Starterpaket, weihnachtliches Starterpaket, perfekt für den Winter, mit einem wunderschönen Schal. Einer noch schöneren Haube. Eine noch schönere Weihnachtshaube. Wird das zu dir ganz gut passen? Ich glaube auch, das ist bei mir ein bisschen. Das ist die Woman Edition, oder? Als Rapid-Fan ein bisschen schwierig, ach, aber auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall sehr, sehr coole Sache. Danke, dass du das mitgebracht hast. Das gibt es natürlich heute auch das zu gewinnen. Das Hefe haben wir noch gar nicht und geschaut. Und eine weihnachtliche Tasse, ja. Oh, sehr frohe schön. Weihnachten. Also, aber wenn du die Mütze siehst, nicht? Obwohl Violett so gut zu dir passen wird. Mitgenommen mit deinem roten Bläser wird das perfekt ich passen. Ich glaube auch, das wäre ein gutes Match, glaube ich, sagt man da. Ja. Schau mal. Da ist schon Shoutout auch an die Geschenke. Oh, das ist Leihwand, schreibt der Schuki 1. Ace Pink Cactus, schaut gut aus. Ivo, Admiral, mein Wohnzimmer. Guten Sachen. Ja, das gibt es natürlich heute zu gewinnen für einen oder eine von euch. Deswegen ganz dringend dranbleiben. Denn ja, einer freut sich dann von euch über dieses weihnachtliche Package. Und wir freuen uns, dass wir jetzt, nachdem wir schon über die Herren-Nationalmannschaft gesprochen haben, jetzt auch über die Frauen-Nationalmannschaft sprechen dürfen. Nations League A gesichert gegen Norwegen 2-1. Lisa, ich glaube, du warst im Stadion und hast das live miterlebt. Ja, genau. Ich war vor Ort. Und kann man sehr, sehr stolz sein. War eine extrem schwierige Gruppe. Und natürlich, man muss auch dazu sagen, macht es mich noch glücklicher, dass quasi eine Austrianerin das 2-0 gemacht hat. Ist schon sehr schön. Yvonne, wie hast du die Partie miterlebt? Fiebert man da noch besonders mit, dann, wenn die Teamkollegin im Einsatz ist? Ja, natürlich. Vor allem ist ja die eigene Nation Österreich. Schauen wir immer wieder die Spiele an von den Mädels und finde es auch richtig cool, dass von unserer eigenen Mannschaft eine Spielerin in der Nationalmannschaft spielt und vor allem, dass sie dann noch nach der Einwechslung das Tor macht, ist, glaube ich, besonders cool für die Kathi. Gibt es da mannschaftsintern irgendetwas, was sie einlösen muss, wenn sie trifft im Nationalteam? Ja, definitiv, ein Kuchen wird es wert sein. Nur ein Kuchen, nicht mehr? Ja, müssen wir mannschaftsintern besprechen. Hat es das früher auch gegeben, Lisa? Nein, das hat es nicht gegeben, nein. Ist es erst jetzt eingeführt worden? Oder hast du das jetzt überhaupt erst ausgeplaudert? Oder gab es da andere Traditionen? Weiß sie noch von gar dem nichts davon. Sie weiß noch nichts davon. Wenn man zuschaut, kommt schon mal nein, ein Backset kommen. Ich glaube, der Supermarkt hat noch offen bis 20 Uhr. Für die wichtigsten Zutaten. Foto, glaube ich, haben wir auch noch von diesem Erfolg, wenn wir es nicht schon gesehen haben. Da ist es. Großer Jubel für Österreich. Für die Nationalmannschaft, die es also geschafft haben, wie wir gesagt haben, mit einer Austrianerin. Yvonne, du warst ja auch schon ein paar Mal beim Nationalteam dabei. Wie groß ist da auch für dich der Anreiz, wenn man solche Bilder sieht, dann wieder mal selbst auch mit Rot-Weiß-Rot am Platz zu stehen? Ja, definitiv sehr groß. Also ich glaube, für das Nationalteam zu spielen, ist immer was ganz Besonderes, die eigene Nation vertreten zu dürfen. Vor allem international zu spielen, ist nochmal komplett was anderes als in der eigenen heimischen Bundesliga. Vor allem kann man sich auch für andere internationale Clubs präsentieren. Und ja, es ist schon ein Gänsehautgefühl, wenn man für die Nationalmannschaft spielen kann. Wir haben ein Mannschaftsfoto von Anno Tazu mal auch vorliegen mit dir, Yvonne. Schauen wir mal, was es so ausgespuckt hat, das Internet. Südstadt schaut mir das aus. Ja, ist richtig. Yvonne links unten. Ja. Und einige andere große Namen mit dabei. Was war so dein Highlight im Nationalteam in den Partien, die du hattest bislang? Gut, definitiv das Spiel gegen England. Ich war da noch relativ jung, ich glaube 17 Jahre. Habe zuvor eigentlich keine internationalen Spiele gehabt. Und ja, da hat man schon gesehen, was es bedeutet, international zu spielen. War eine große Herausforderung, aber natürlich eine super Erfahrung auch für mich. Eine super Erfahrung auch die Admiralfrauen-Bundesliga. Themenschwenk jetzt. Weil wenn wir jetzt noch weiter über das Nationalteam sprechen würden, vor allem bei dir auch, Lisa, dann wird es etwas länger dauern, glaube ich, mit deiner Einsatzstatistik. 76 Spiele haben wir, glaube ich, vorher herausgegeben. Waren es 74, glaube ich. 74, Entschuldigung. Aber 20 Spiele wären ihm ja auch gerne. 20 Mal, glaube ich, Toni Polster wird sie auch nehmen. Der wird sie auch nehmen, die Tore vor allem. Ich muss ihm jetzt wählen. Drei Tore, und die kämpft er, ja. Stimmt. Andere Thematik. Schauen wir auf die Tabelle, wenn sie schon da ist, von der Admiralfrauen-Bundesliga. Um auch das Ganze in Zahlen etwas einzustufen. Rang 5 momentan die Wiener Austria nach Abschluss der Hinrunde. 13 Punkte eingebettet im Mittelfeld der Liga. Yvonne, wie zufriedenstellend ist der Anblick dieser Tabelle?
Ja, ich glaube, man muss definitiv sagen, dass wir schon mit einer höheren Erwartung am Anfang der Saison reingestartet sind. Die ersten Spiele sind nicht so verlaufen, wie wir es uns vorgestellt haben. Haben uns dann mit den Spielen, glaube ich, besser entwickelt. Vor allem auch in den letzten Spielen, glaube ich, hat man gesehen, dass wir schon mehr können, als wir bislang am Platz gebracht haben. Und ja, ich glaube, wir freuen uns alle auf die Rückrunde und dass da definitiv noch mehr drinnen ist für uns. Was sind so die großen Konkurrenten in der Liga? SK St. Pölten Frauen zum Beispiel, ja, die Jahre davor auch schon meistens überragend auf Rang 1. Wer ist da so der große Konkurrent für euch? Ich glaube generell, dass die Liga besser geworden ist von jeder einzelnen Mannschaft, vor allem Sturm Graz, Altach, St. Pölten, Neulengbach. Sind schon sehr, sehr gute Gegner, wo man sagen kann, dass die teilweise auf Augenhöhe sind. Ja, und ich glaube, das stärkt einfach generell die Liga und auch die einzelnen Spielerinnen profitieren natürlich davon, wenn die österreichische Liga besser wird. Ihr habt ja beide Erfahrung im Ausland gesammelt, in Deutschland. Wenn man das jetzt vergleicht, österreichische Bundesliga, deutsche Bundesliga, was sind so die Sachen, wo ihr sagt, da könnte Österreich vielleicht sich da noch ein bisschen verbessern, Lisa? Ja, grundsätzlich muss man sagen, ist die Liga einfach Jahre voraus schon. Es wird schon länger professioneller gearbeitet. Da hinkt natürlich Österreich ein Stück weit nach, aber ich bin da ganz bei der Yvonne. Also wenn man sich die letzten 2 Jahre der Liga jetzt anschaut, ist extreme Qualität dazugekommen. Die Liga wird stärker, wird ausgeglichener. Wie gesagt, wird auch knapp. Wir haben dann auch zum Beispiel ja nur 1-0 gegen St. Pölten verloren. Natürlich sind die Unangefochten, sind Meister, die sind jetzt wieder Herbstmeister geworden. Aber man merkt schon, dass da, es wird enger vorne. Und das macht spannend. Das ist auch gut für die Liga. Aber natürlich, Spielgeschwindigkeit von der Physis her ist einfach Deutschland da schon noch voraus. Und ich glaube, die Spannung in der Admiralfrauen-Bundesliga an der Spitze, die ist wirklich gegeben, mehr denn je. Wenn man zurückblickt, war ja St. Pölten gefühlt immer allein auf weiter Flur, aber das hat sich etwas geändert. Jetzt sind es, glaube ich, 5 Punkte, wie wir gesehen haben, der Abstand von St. Pölten auf die ersten Verfolgerinnen aus dem Ländle. Da habt ihr auch etwas dazu beigetragen mit dem 1:1 in Vorarlberg. Genau. War das ein Highlight, auch wenn es dann am Ende nur ein Punkt war in dieser Saison? Oder was waren, Yvonne, für dich die Glanzlichter des Herbst 2023? Ich glaube einfach, dass gegen Altach bei uns sehr viel gepasst hat. Jede einzelne Spielerin hat einfach wirklich 100% gegeben, bis zur letzten Minute gekämpft. Und ich finde, das zeigt einfach vor allem das Spiel gegen Altach, was in uns steckt. Wir konnten das teilweise echt oft nicht am Platz bringen, was wir eigentlich können. Sehr schade, aber dementsprechend können wir in der Rückrunde wieder angreifen. Du sagst, was steckt in uns? Was ist denn? Wie würdest du die Mannschaft beschreiben? Die Mannschaftschemie oder was ihr eben am Platz bringen wollt? Ich glaube einfach, dass jede einzelne Spielerin noch mehr die Zweikampfstärke am Platz bringen muss und soll, auf jeden Fall. Und ja, dass wir mehr als Team agieren auf dem Spielfeld. Mhm. Siehst du das auch so, Lisa? Kannst du da d'accord gehen oder hast du andere Ansätze? Ja, wenn man sich, also wie gesagt, ich betrachte das Ganze natürlich aus einer anderen Perspektive. Man muss dazu sagen, im Sommer haben wir einen extremen Umbruch gehabt. Wir haben extrem viele Spielerinnen dazu bekommen, dass nicht gleich von Anfang an alles funktioniert. Das ist einfach total logisch. Wir sind mitten in einem Prozess drinnen. Natürlich, dann haben wir die direkten Duelle gegen die Wiener, gegen Neulengbach, wo ich sage, okay, das sind die Duelle, die wir gewinnen wollen. Leider verloren, aber, und das ist das Positive, da hat man so gemerkt, okay, man bringt es nicht über 90 Minuten am Platz, das, was wir eigentlich wollen. Und zum Schluss dann das Altachspiel war nachher so für mich so, da ist halt jeder Einzelne am Platz gestanden und alles am Platz lassen. Und das ist das, was ich einfach einfordere. Wenn du Teil von Austria Wien sein willst und auch bist, dann will ich einfach, dass du mit breiter Brust quasi auf dem Feld stehst und da kämpfst um jeden Millimeter. Und das hat man einfach gegen Altach gesehen. Und darum nimmt man dann auch einen Punkt mit. Die waren sehr knapp oder waren eigentlich Punkte gleich mit dem SKN. Von dem her ist das schon ein Riesenerfolg, wenn man davor betrachtet, okay, dass man dann eben diese Spiele verloren hat. Und das gehört einfach dazu, zu so einem Prozess. Vielleicht zuerst ein paar Schritte zurück, dann schaut man nochmal neu drauf und sagt, okay, was fehlt eigentlich noch? Dass es dann zum Schluss dann so gut funktioniert hat, auch mit Überwintern im Cup, ist dann einfach zum Jahresende hin sehr, sehr positiv. Das Dreh deckt die Karte zu, schreibt der Mautschi. Dann tun wir es weg. Willst du es haben? Oh, ist das mein Geburtstag? Das ist dein Geburtstagsgeschenk. Aber ich wollte eigentlich schauen, ob es Fragen gibt im Chat.
dabei sein bis zum Schluss. Gefällt es dir? Ich habe aber auch die Regie, das gehört dann gar nicht mal dir, gell? Die Regie wird dann sagen, ich muss wieder zurückgeben. Aber okay, für den Dreh kannst du auch diesen Zapfen haben. Hast du den extra gepflückt heute mitgenommen auf deiner Skitour? Nein. Aber danke auf jeden Fall fürs Melden, dass es mich verdeckt hat. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, ich bin so in Weihnachtsstimmung. Nein, bin ich nicht. Hast du noch Deko da schon? Ja, willst du? Werde ich doch ganz wieder es könnte dich auch ein schwarzes Reh verdecken. Schenke ich dir auch. Ach, danke schön, hast du für Geschenke heute. Und dann schaue ich aber vor allem auch auf die Fragen von der Community. Da sind einige Wortmeldungen dabei. Benjamin zum Beispiel fragt, ja. Was machst du hauptberuflich und kann man vom Frauenfußball leben? Also ist es dein Job oder hast du noch einen Nebenjob? Nein, ich arbeite noch neben Fußball. Bin zur Frage, was ich beruflich mache, bin selbstständiger als Finanzberaterin, also in der Finanzbranche. In Österreich schwierig davon zu leben, aber im Ausland, so wie Deutschland und so weiter, definitiv ja. Aber wäre das auch so ein Ziel, wenn man sagt, im Vergleich zu Deutschland, dass man in Österreich irgendwann in der Frauenbundesliga davon leben kann? Man muss dazu sagen, natürlich, die Spielerinnen, die vom Ausland kommen, müssen davon leben. Die können jetzt nicht einfach kommen und sagen, okay, da bin ich und jetzt arbeiten sie. Das heißt, es gibt schon natürlich schon Profis. Aber natürlich, wir müssen uns in die Richtung entwickeln, dass dann einfach alle Spielerinnen Profis sind, damit sie sich nur auf Fußball konzentrieren können. Weil wenn ich mir jetzt denke, okay, jetzt spielst du einen Bewerb und dann muss aber die Yvonne jetzt auch noch selbstständig 40 und da arbeitet man ja oft einmal mehr Stunden. Jetzt geht sie arbeiten, dann ist sie aber auch auf dem Trainingsplatz, muss am Wochenende Leistung bringen. Und das muss einfach honoriert werden und da müssen wir uns einfach hinentwickeln, dass man sagt, okay, man geht in diese Richtung, dass nicht von heute auf morgen alles möglich ist, ist logisch, aber wir müssen da einfach immer einen Schritt nach anderen nach vorne setzen, damit das möglich ist für die Spielerinnen. Wie lange glaubst du, wird dieser Prozess noch dauern? Wie viele Jahre? Jahre, natürlich ist es auch immer Geldsache. Ich glaube einfach jetzt mit Admiral hat man einfach einen extremen attraktiven Partner bekommen für die Bundesliga. Muss man sehr froh sein, dass Admiral gesagt hat, okay, wir machen es nicht nur für die Männerbundesliga, wir machen es auch für die Frauenbundesliga. Weil alles eben, wenn so attraktive Partner, so attraktive Firmen natürlich mit einsteigen, dann ist das einfach, wo die Leute hinschauen. Und wenn das passiert, ist einfach mehr Geld einfach auch im Spiel. Und das heißt wiederum, man kann die Liga professionalisieren, man kann den Spielerinnen einfach das bezahlen, wo sie davon leben können, ohne dass sie sich jetzt denken müssen, okay, jetzt muss ich schon trainieren und morgen muss ich eigentlich wieder um 7 im Büro sein und arbeiten. Mhm. Ist sicher stressig arbeiten und dann noch auf Top-Niveau Fußball spielen, schreibt der Schuki1. Wirst du dann so bestätigen, denke ich. Ja, definitiv. Vor allem, ich habe ja auch einen guten Vergleich eigentlich. Ich war in Deutschland selber 3 Jahre, war dort Profi und habe neben dem Fußball eigentlich nichts gearbeitet. Man merkt es einfach körperlich brutal, wie ich zurückgekommen bin nach Österreich. Den ganzen Tag arbeiten, dann am Abend zum Training. Teilweise 2-mal am Tag Training, also da zehrt der Körper schon sehr. Da muss man halt noch mehr auf die Regeneration achten und gar nicht so einfach die Umstellung. Dann schauen wir noch weiter im Chat, Kathi, wenn du das erlaubst. Ja, da geht es ja ab. Jetzt die ganzen Weihnachtswünsche. Jemand hat auch gefragt, ja, wie kann man überhaupt gewinnen? Er hat nämlich jetzt erst eingeschaltet. Das ist ein Fehler. Aber schön, dass du trotzdem eingeschaltet hast. Man kann einen Fehler gut machen. Wie kann man gewinnen? Einfach so wie alle anderen jetzt euren großen Weihnachtswunsch reinschreiben. Was wünscht ihr euch sportlich? Ist es das Ergebnis von eurem Lieblingsverein jetzt am Wochenende oder dass euer Verein auf einem bestimmten Platz in der Bundesliga-Tabelle, das heißt bei den Männern, bei den Frauen, überwintert? Einfach reinschreiben. Zum Beispiel und so wie der Wonderboy. Ja. Mehr Menschen im Stadion, die unsere Damen unterstützen. Ja, das wäre auch ein guter Weihnachtswunsch. Oder? Das schreibe ich. Ivo oder schreibt auch, die dass es noch nach oben geht für die Austria-Wien-Frauen. Das habe ich auch gelesen. Wirst du, denke ich, auch unterschreiben? Hättest unterschreibe ich auch. Ein Schnitzi wäre super, schreibt Duella. Unterschreibst du auch? Ich will jetzt auch nicht Nein sagen. EMUH schaut unseren Stream, liegt im Massagestuhl. Besser geht's nicht. Der gönnt sich. Ja. Recht hast du. Findest du? Ja. Und dann Asan wünscht sich 100-Euro-Gutschein. Auch spannend. Zuschauerzahlen könnten besser werden, noch mein Schuki 1, sinnbildlich gesprochen. Welche Maßnahmen auch konkret, vielleicht die Frage an dich, Lisa, trefft ihr bei der Wiener Austria, damit die Zahlen auch nach oben gehen? Also man hat ja jetzt gesehen, dass, wie wir natürlich auch das Länderspiel jetzt von den Frauen quasi irgendwo auch promotet hat, dass das schon
sehr cool war, dass auf einmal 10.000 Leute bei einem Frauenländerspiel bei uns im Stadion waren. Natürlich nimmt man das auch mit, wo man da auch ansetzen kann, jetzt natürlich bei den Frauen. Ich glaube einfach, der nächste Step wird einfach in die Richtung gehen, dass man sagt, man spielt alle Spiele oder jetzt immer mehr Spiele in der Generali Arena. Ich glaube einfach, dass man muss einfach in Stadien gehen, damit das Ganze attraktiver wird, weil dann ist es auch für den Fan attraktiver, als wir, wenn das einfach so Nebenplätze sind, muss man einfach ganz klar sagen, schaue ich persönlich auch lieber zu, wenn ich in einem coolen Stadion sitze. Und da haben wir ja auch ein sehr schönes Stadion, muss man auch dazu sagen, von dem her, genau, muss das einfach so dieser nächste Step werden. Daniel, was auch definitiv kommt, das will ich auch dazu sagen. Daniel Furry. Unser Nationalteam ein Spiel im Happel bestreiten. Wie realistisch ist das in den nächsten Jahren? Oder ist das überhaupt eine Größenordnung jetzt von den Zuschauerzahlen her, die es vielleicht gar nicht braucht, weil die Stimmung eben, so wie bei euch im Stadion, dann ohnehin besser ist? Etwas kleiner vielleicht das Stadion, aber eben mehr Kulisse. Nein, man muss dazu sagen, es ist natürlich dann so, es ist viel Arbeit noch dahinter. Ich weiß ja, was im Hintergrund bei uns passiert ist, jetzt beim Länderspiel bei uns, wie viel da wirklich von unserer Abteilung oder von der Austria Wien auch plus ÖFB daran gearbeitet haben, dass wirklich 10.000 Leute dann auch im Stadion waren. Wenn man natürlich dann jetzt wieder schaut, dass halt einfach leider nur 1.300 beim letzten Spiel gegen Norwegen dabei waren, finde ich es halt einfach schade. Darum, also da brauchen wir über so ein großes Stadion wie das Halberstadion noch gar nicht reden, solange das jetzt einfach noch wirklich so ein Riesenaufwand ist, was wir natürlich auch super gern gemacht haben. Wir wollen sie auch wieder zu uns holen, das will ich auch dazu sagen, weil es einfach für uns oder extrem ja, ein großer Mehrwert war. Und von dem her sind wir da leider noch weit weg. Aber natürlich, wenn man international schaut, Barcelona, die Frauen füllen das Camp Nou mit 90.000 Zuschauern, also da geht schon was. Yvonne, wie war es bei dir in deiner Zeit in Deutschland in Sachen Stadion? Was war da so das größte der Gefühle, das schönste Stadion vielleicht auch? Ich muss ehrlich sagen, in der Zeit, wo ich in Deutschland war, haben wir gar nicht in den großen Stadien gespielt, so wie jetzt Eintracht Frankfurt zum Beispiel. Aber wir haben einmal in der Red Bull Arena gespielt, ein Testspiel gegen Eintracht Frankfurt. Das war schon ganz cool, da waren mehrere tausend Zuschauer, das ist schon ein ganz anderes Feeling. Das heißt, die Entwicklung auch in Deutschland in Richtung Stadien hin hat sich dann auch erst in den letzten Jahren so ergeben quasi. Ja, definitiv. Beste Stream, beste Live-Sendung, schreibt Asan. Das freut uns sehr. Ich nehme an dich auch. Sehr, 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 sehr bestätigt, sehr gut. Lisa, seit einem Jahr fast genau im Amt. Wir haben im Vorgespräch kurz geplaudert. Du warst zu Beginn des Jahres 2023 bei uns. Mhm. Da warst du frisch gebacken in deiner Rolle als sportlich Verantwortliche bei der Wiener Austria. Jetzt das erste Jahr einmal rückblickend. Wie war es so? Ja, es ist eine sehr spannende Zeit. Für mich einfach schon jetzt, kann ich sagen, extrem profitiert davon. Was ich einfach auch gelernt habe, es ist einfach eine ganz eine andere Welt. Ich habe davor 15 Jahre Fußball gespielt und auf einmal ist man auf der ganz anderen Seite. Das kriegt man dann einmal so mit, wie das Ganze quasi auch im Hintergrund passieren muss, damit überhaupt dann eine Liga spielen kannst. Wir haben ja dann auch noch einen Akademiebetrieb, also schon sehr spannend. Aber es macht nach wie vor sehr, sehr Spaß. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass ich da einfach mit dem schon was auch gefunden habe, wo ich sage, okay, es taugt mir einfach. Überhaupt nach dem Sport ist ja dann schon so ein bisschen ungewiss, in welche Richtung geht's. Findet man wieder trotzdem irgendwo etwas, wo man sagt, okay, da kann ich mich reinfühlen und dann das gibt mir was. Und das habe ich ja schon mit dem Job definitiv gefunden. Natürlich ist nicht immer alles einfach. Viel am Kämpfen natürlich auch, damit man sagt, okay, man entwickelt was, aber das macht einfach Spaß. Yvonne, jetzt war Lisa bis vor kurzem selbst Spielerin, jetzt in anderer Rolle die Zusammenarbeit. Inwiefern hat sie sich geändert? Oder ist sie strenger geworden in gewisser Weise? Oder? Ich glaube, dass man, wenn man so eine Position einnimmt als sportliche Leiterin, ganz anders auftreten muss als am Platz. Das ist, glaube ich, ganz normal und dass man da eine gewisse Schärfe auch ins Team bringen muss. Aber wie äußert sich das? Wie sich das äußert? Bei den Teamansprachen? Nein, Spaß beiseite. Ich kenne die Lisa von der Nationalmannschaft als Spielerin und finde ich jetzt nicht, dass sie sich verändert hat. Jetzt hast du nochmal den Kopf aus der Schlinge gezogen. Zuerst die scharfen Ansprachen und dann, sie hat sich nicht verändert. Was stimmt jetzt, Lisa?
Ja, natürlich ist ganz was anderes. Natürlich, wie die Yvonne richtig sagt, man ist in einer anderen Rolle auch irgendwo. Und ich war selber als Spielerin, glaube ich, immer, oder weiß ich, war immer sehr ehrgeizig. Ich habe dem Ganzen alles untergeordnet und das fordere ich einfach von jeder Spielerin ein. Und ich sage auch immer, willst du ein Teil von uns sein, von dem? Ich gebe auch ganz klar vor, in die Richtung wollen wir gehen. Willst du ein Teil davon sein, dann fordere ich das ein Stück weit ein. Und ich will es professioneller machen, ich will es besser machen. Und dann hat das für mich dann wenig, quasi, also hat einfach keinen Platz, wenn eine sagt, ja, das mache ich halt so ein bisschen und ordne dem nicht alles unter. Wie gesagt, bin aber auch so verständnisvoll, dass ich sage, ich weiß, was die Mädels auf sich nehmen, aber es gehört dann schon irgendwo eine Struktur und eine Linie. Und da bin ich dann, glaube ich, schon sehr, dass ich sage, okay, die Linie habe ich und die setze ich oder will ich auch umgesetzt haben. Mhm. Ja. Wolfgang Schwarz, Frauenländerspiele im neuen Blau-Weiß-Linz-Stadion wären super. Wäre das auch aus Nationalteamsicht jetzt vielleicht der passende Untergrund? Ja, also wie gesagt, natürlich, wenn wir ja eben vorher gesagt haben, es gehört einfach ins Stadion und es gehört gefüllt und eben das neue Stadion von Blau-Weiß ist sehr schön. Ich glaube auch, dass es eben auch eine perfekte Größe hätte, dass man das gut füllen kann. Wie gesagt, das sind alles Orte, wo ich sage, okay, Aufruf nach draußen an jeden Bundesligisten, sprecht's mit dem ÖFB und holt die Frauen zu euch, weil es einfach wirklich ein extremer Mehrwert ist. Schucki 1, Lisa, würde es dich auch interessieren, diese Position bei der Herrenmannschaft zu übernehmen? Ja. Schwierige Frage. Schwierige Frage. Ich meine, ich kriege natürlich extrem viel mit durch den Orti oder auch durch den Jürgen Werner. Wir sind permanent im Austausch. Natürlich, aber wie gesagt, ich bin aus dem Frauenfußball. Würde es mir schon zutrauen, muss ich schon sagen. Aber aktuell bin ich sehr glücklich mit der Position und eben, es ist einfach eine Liga zum Entwickeln und das ist für mich aktuell reizvoller. Und was man auch dazu sagen muss, die Männerwelt ist einfach schon, die sind einfach auf einer anderen Ebene. Und ich glaube schon, dass man da, keine Ahnung, mit ganz anderen Dingen noch konfrontiert ist, wie zum Beispiel mit den Medien, muss man auch sagen. Also es ist nicht immer schön, die Medien können einem extremst viel helfen, aber auch, glaube ich, schon sehr viel auch irgendwo, ja. Und zusätzliche Arbeit. Ja, verschaffen. Aber wisst ihr sowas? Oder auch Social-Media-mäßig, wenn vielleicht ein Spiel mal nicht so gut war, Kommentare etc., liest du das oder sagst du, das lasse ich gar nicht an mich ran? Ich habe es zu Beginn mal gemacht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich lasse es, weil wir haben unsere Linie und wir wissen, in welche Richtung es geht. Und es ist immer so, natürlich von der Fanseite, die wollen halt, okay, wir müssen gewinnen, was ich auch verstehe. Aber man darf nie vergessen, es ist ein Prozess dahinter. Das ist bei uns, bei den Frauen so, das ist aber auch bei den Männern so. Wir befinden uns in einem Prozess bei der Austria, wo man sagt, man muss auch ein Stück weit geduldig sein, dass es natürlich dann für einen Fan nicht immer so ist, dass er sagt, er will nicht geduldig sein, weil er will, dass die Mannschaft gewinnt. Logisch. Aber drum, lieber nicht lesen und den eigenen Weg einfach weitergehen. Jetzt haben wir viel von Entwicklung gesprochen, auch was die Frauen-Bundesliga betrifft, in Österreich auch das Internationale. Abschließend dazu eine Frage. Yvonne, du warst ja bist eine lange Begleiterin der Admiral-Frauen-Bundesliga, hast ja vor deiner Zeit in Deutschland auch bei Sturm Graz zum Beispiel gespielt. Inwiefern hast du da einen Entwicklungsschritt der Frauen-Bundesliga auch wahrnehmen können, von davor zu jetzt hin? Ich finde, von der Professionalität ist schon gestiegen, finde ich, die Frauenbundesliga in Österreich. Die ganzen Bedienungen, ich meine, ich kann es gut vergleichen, ich habe ja auch bei Neu Lenkbach gespielt und Sturm Graz, das ist schon nochmal von der Infrastruktur und so weiter ein großer Unterschied gewesen. Sturm Graz war damals schon sehr professionell, finde ich. Wenn ich das jetzt vergleiche zu Austria, wir haben wirklich Top-Bedienungen. Ich würde sagen, dass teilweise in Deutschland solche Bedienungen gar nicht gegeben sind, zumindest zu meiner Zeit, wie ich in Deutschland war. Da hat sich schon ein sehr, sehr großer Schritt in Österreich getan. Wir können im Prinzip alles nutzen, was auch die Männermannschaft von uns benutzt, sei es der Kraftraum und so weiter, und dürfen auch im Stadion spielen. Also das ist schon eine sehr coole Sache für uns. Dann schauen wir noch ganz kurz. Benjamin Frübert schreibt im Chat, welchen Verein supportet ihr als Fan?
jetzt abgesehen von der Wiener Austria. Und Güllner sagt, das ist oder eine spannende Frage. Vorbilder oder wo ihr jemanden, wo ihr gerade vielleicht für dich als Spielerin jemanden, wo du sagst, boah, auf die schaue ich auf. Definitiv Sergio Ramos. Ich finde, das ist einfach ein Spieler mit Mentalität, der trainiert echt jeden Tag an sich. Ist einfach auch ein Teamspieler, übernimmt komplett Verantwortung auf dem Spielfeld und auch neben dem Platz. Ja, ich finde, bei dem passt einfach alles technisch, physisch, mental. Es ist definitiv ein Vorbild von mir. Und welche Vereine international, wo er sagt, da würde ich jetzt auch mit anfeuern, wenn das läuft im Fernsehen? Bei mir Real Madrid. Mhm, bei dir? Ich muss leider du lächelst schon die ganze Zeit mit dieser Frage. Kommt ja, mir vor. Weil ich muss. Jetzt erwarte ich Großes. Nein, nicht eben nicht. Wie gesagt, ich bin jetzt so, dass ich sage, oh, da bin ich jetzt voll der Fan. Bin ich nicht. Das, was mir einfach taugt, ist die Liga, die englische Liga. Ich bin voller Fan von der englischen Liga. Es gibt natürlich schon einen Fußballer, wo ich sage, da bin ich absoluter Fan. Ist der Cristiano Ronaldo, auch wenn ich jetzt sehr unglücklich bin mit der Entscheidung, dass er da quasi weggegangen ist. Aber ja, das ist so der einzige Spieler, wo ich sage, wo ich wirklich Fan bin. Und bin auch glückliche Besitzerin eines Fotos mit ihm. Also, oh, krass. Ja. Was zeichnet ihn besonders aus? Und vor allem, welches Moment, man kann, ja, wie, also, du wo willst hast du ihn getroffen, wie ist dieses Bild entstanden? Wir müssen es alles wissen, ja. Okay. Weil Ronaldo trifft es nicht alle Tage. Ja, es war ganz spannend, weil dann auch schon, also ich bin nicht leicht aufgeregt, aber da war ich dann schon sehr aufgeregt. da haben wir Champions League gespielt mit dem SKN gegen Juventus Turin und waren quasi in Turin für 5 Tage, das war dann so ein kleines Miniturnier. Und auf einmal ist so in der Gruppe gewesen so, ja, Cristiano Ronaldo ist gerade bei unserem Physioraum vorbeigegangen so, und gefühlt die ganze Mannschaft ist irgendwo so zusammengerannt. Da gesagt, oh mein Gott, und dann hat man aber nicht gesehen. Und ja, dann war eigentlich noch dann so ein Zufall, dass eigentlich an dem Tag haben sie dann auswärts, glaube ich, gespielt. Weiß gar nicht mehr, wo sie da gespielt haben. Und da waren sie dann wieder alle in diesem Hotel, weil dieses Hotel quasi war auch dieses Teamhotel. Der hintere Trakt vom Hotel waren die Spieler. Und davor war halt eben für Mannschaften, die was da waren. Und da habe ich dann noch das Glück gehabt und habe ihn Cristiano Ronaldo getroffen. Oh der, was Gott. Übrigens mega sympathisch war und auch sofort gesagt hat, obwohl, weil ich mir denke, so, es war der Tag, wo sie losgeflogen sind, wo jeder so vielleicht schon irgendwo im Matchmodus ist, auch irgendwie, hat er sich Zeit genommen, ist dann sogar noch runtergegangen, hat mit der Mannschaft ein gesamtes Bild, also ein Bild gemacht. Also es war schon mega, mega cool. Org. Ja. Boah, das ist richtig krass. Jetzt, da leuchten deine Augen. Nein, hätte ich auch gerne ein Foto. Ich will auch nicht Nein sagen zu einem Pick. Aber ja, krasse Story auf jeden Fall. Was war sonst noch irgendwas, was du erlebt hast im Laufe deiner Karriere, wo du sagst, du willst wie diese Ronaldo-Story, boah, wenn ich da nochmal zurückdenke, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut? War ganz klar, erstens mal die erste Europameisterschaft in Holland, wo wir da eingelaufen sind gegen die Schweiz, wo du am Platz stehst, dann bei einem Großevent das erste Mal dabei bist, die Hymne hörst. Das war eigentlich immer so, überhaupt so der Moment, wo die Hymne war, war einfach total schöner Moment, weil ich einfach auch immer so stolz war, für Österreich am Platz stehen zu dürfen. Und dann, also das absolute Erlebnis war dann im Old Trafford, das Eröffnungsspiel gegen England zu spielen. Das war halt gewaltig. Mhm. Ja. Was ist bei dir, wo du sagst, boah, da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich dran denke? Mit Sturm Graz damals das erste Champions-League-Spiel. Da haben wir in Zypern gespielt. Das war schon eine ganz coole Sache, mal ganz anders. Auch internationaler Fußball und natürlich die ganzen Nationalteamspiele, die ich bis jetzt hatte, auch in der Nachwuchsnationalmannschaft. So ein Foto hat nicht jeder, schreibt Sabi Neuner. Sind einige jetzt neidisch im Chat. Und Rap Exclusive mit vorweihnachtlicher Verspätung. Servus, meine Lieben. Aber wir könnten ja passend für Rap Exclusive jetzt überleiten zu einem Gewinnspiel für ihn zu Beginn der Sendung. Da drüben, im Hell of a Corner. Ach so. Bist du? Ja, im Hell of a Corner. Da leuchten wieder die Augen. Es gibt eure Chance auf 10 Euro Wettguthaben, weil wir werden uns hier gleich duellieren in einem sehr spannenden Spiel. Und ihr könnt entscheiden, wer gewinnt das? Unser Team Sportshow-Gäste, also Yvonne und Lisa, oder Team Sportshow, Benni und Kathi, die waren jetzt nicht so erfolgreich die letzten Male. Du musst schon etwas Werbung machen für uns. Ja, schau mal, wer an uns wir waren stets das bemüht. Jetzt. Stets und bemüht, so weiter, ja. Stets da bemüht. Da kommst du noch last minute. Da komme ich noch gelaufen. Man muss dazu sagen, ich habe mich gestern, ich habe Sport gemacht, ich habe komplett Muskelkater von oben bis unten, deswegen bin ich jetzt. Ich hoffe auch da jetzt. Von oben bis unten. Ja, deswegen bin ich, das ist meine Ausrede, wenn ich jetzt nicht so performe, aber
Hell of a Corner, Benni. Ich wollte fragen, was du zuletzt für Ausreden hattest. Ja, ich habe immer eine Ausrede. Egal, vielleicht sind wir ja heute. Vielleicht gibt es heute das große Sportshow-Wunder hier. Bierpong, ich habe gehört, also ohne Bier, aber mit Pong. Ich habe gehört, du bist da die absolute Expertin. Ja, voll. Heute mein zweites Mal Bierpong spielen, denn tatsächlich hier in der Admiral Sportshow habe ich das erste Mal Bierpong gespielt. Damals auch eben mit der Frauen-Bundesliga, mit den Stars von dort. Und witzigerweise auch ein roter Blazer. Das ist mein hoffentlich Glücksblazer. Ja, habe letztes Mal verloren, aber diesmal. Ich wollte gerade sagen, der Glücksblazer, mit dem du verlässt. Ja, wir machen ihn heute zum Glücksblazer. Wir machen ihn zum Glücksblazer. Genau. Was ist eure Taktik? Weil ihr habt wahrscheinlich schon die ein oder andere Bierpong-Erfahrung. Taktik, oder auch erstes Mal heute, offiziell. Offiziell das erste Mal. Alles klar. Dann hätte ich vorgeschlagen, gehen wir es an, ihr wisst Bescheid. Erklär es nochmal kurz. Weil er darf einmal aufkommen, er darf direkt rein. Wenn er drin ist, der Ballbecher weg. Entschuldigung. Und das? Welche Becher als erstes weg sind. Die Bälle werden verwertet. Wie viele sind das? Das ist egal. Okay. Nur legen einfach los. Nur, dass alles fairen Dingen zuläuft. Den würde ich nicht nehmen. Der ist kaputt. Aber los geht's. Ihr dürft beginnen. Ihr seid unsere Gäste. Na bitte sehr. Siehst du, das war das erste Mal. Ich muss dazu sagen, beim Üben habe ich tatsächlich reingetroffen, aber es hat keiner gesehen. Habe ich dir gesagt, wird mir eh keiner glauben, gell? Wobei die Regie, Cedric aus der Regie hat es gesehen. Der hat schon im Vorfeld jetzt auf Nein getan. Der Cedric ist mein Zeuge, dass ich einmal reingetroffen habe. Oh, oh, da fällt der Becher gleich mit, wunderbar. Sehr gut, Ivo. Oh je. Ich muss noch ein bisschen mehr üben, glaube ich. Oder treffen. So wie du jetzt, oder? Nein, ich habe nicht. So. Oh. Also reinschreiben noch eifrig. Man kann, glaube ich, schon noch reinschreiben, oder? Ui, das war zu weit. Sicher kann man noch reinschreiben. Was kann man reinschreiben? Wer gewinnt? Yes. Ja, ihr könnt weiterhin mittippen, wer ich gewinnt. Ich würde auf dem Sportshow tippen. Aber ich glaube, ihr habt es ja schon einmal gespielt. Nein. Das eine oder andere Mal. Ah. Ja, Benni, was ist los heute hier bei uns? Ja, du hast gleich aufs getroffen. Es wird immer schwieriger, nur noch ein Becher bei Für euch. Für uns nicht. Ach Gott. Das war's. Ich habe keine Bälle mehr. Ja, aber wir können sie einfach aufklappen, dann haben wir wieder welche. Gibt's denn da eine? Tja, bin sehr gespannt, für welches Team sich der Chat entscheidet. Ja, sehr gut. Super, Benni. 2 zu 1 für... Na, sehr gut. Das war's. Ihr habt gewonnen, verdient. Also, Ehre, wem Ehre gebührt. Herzlichen Glückwunsch. Danke schön, danke. Glückwunsch. Ja, Benni, wir aber haben... Fakt ist, es ist kein Glücksblazer. Dreht sich nicht mehr an. Ja. Aber wir sehen uns jetzt gleich zurück im Studio. Tja, da sind wir wieder. Der hat auch seinen Glücksblazer an, seinen roten. Den mir gefällt das. Aber ich gebe den weg, sonst schreibt wieder, wer Weihnachtsmann verdeckt, Kathi. Oder das. Schauen wir mal, wer hat sich die 10 Euro Wettguthaben gesichert. Herzlichen Glückwunsch an Wellna. Gratuliere. Leider nicht Shoutout. Auf uns gesetzt. Warum und gratuliere. Die Antwort haben wir da drüben geliefert. Nächstes Mal immer. Eine Bitte, damit die 10 Euro Wettguthaben von Admiral bei dir landen. Lieber Büllner, wie auch immer, schick uns einen Screenshot von deinem YouTube-Profil an sportshow@admiral.at. Und dann schauen wir noch ganz kurz, wen wir rügen müssen, der auf unsere Gäste gesetzt hat und nicht auf uns, Kathi. Daniel schreibt, die Mädels sind super. Team Austria, schreibt Ivo Ahmedin. Team Austria. Das wird eine lange Partie. Team Austria. Christoph Urwas, Team Sportschau. Danke. Wenigstens einer, der an uns glaubt. Sinischa, Team Sportschau. Team Austria. Es waren ein paar Team Sportschau dabei. Ja, ein paar haben auch online. Wir haben euch enttäuscht. Wir enttäuschen euch. Nächstes Mal. Im nächsten Jahr, weil das ist mein letztes Rennen des Jahres. Leider nicht mit einem Sieg abgeschlossen, aber trotzdem verdient, gewonnen. Jetzt könnt ihr uns verraten, was ist die Taktik beim Bierpong? Ich habe gar keinen Plan. Übung macht den Meister. Jetzt auf einmal. Jetzt also doch noch offenbart das, was Wonderboy uns zuvor... Wonderboy schreibt herzlichen Glückwunsch an euch. Und Christoph urteilt zu wenig Admiralspritzer getrunken. Und ich schlage vor, wir schauen jetzt ein bisschen in die Zukunft. Es ist schon oft das Wort Rückrunde gefallen, was uns also im Frühjahr erwartet in der Admiral-Frauen-Bundesliga. Auftakt ja, aber davor eine Woche im Cup schon am 10.3. Ich weiß,
Fällt noch etwas Schnee bis dahin, aber dennoch dann der Meisterschaftsauftakt eine Woche später gegen St. Pölten. Wie viel Motivation für die Vorbereitung, Yvonne, bringt ein solches Schlagerspiel gleich zu Beginn dann auch schon mit sich? Ja, definitiv sehr viel. Ich glaube, es freuen sich alle wieder auf die Rückrunde. Haben auf jeden Fall noch ein Hähnchen zu rupfen mit St. Pölten. Und ja, ich glaube, dass wir uns aufs Cup-Spiel auch davor noch extrem freuen und da natürlich zur nächsten Runde dann weiter wollen. Cup ja auch ein Schlagerspiel, muss man sagen, auswärts bei Sturm Graz. Da ist es ja in der Meisterschaft im Herbst nicht nach Wunsch gelaufen, 1:4 verloren. Also auch da gibt es noch das eine oder andere Hähnchen zu rupfen. Ja, richtig. Wie man sagt, wir machen es gleich wie bei den Männern, weil die haben auch Sturm Graz auswärts, von dem her. Gleichberechtigung. Daniel Furry schreibt, was wünscht ihr euch zu Weihnachten und kann man die Zeit, diese Pause, diese 2 Wochen auch ein bisschen nutzen zum Abschalten? Ja, ich glaube, die Weihnachtszeit ist für jede einzelne Spielerin sehr wichtig, dass man einfach mal Zeit mit der Familie verbringt, einmal abseits von Fußball was anderes macht, was man gerne tut und ja, einfach mal Zeit verbringt mit anderen. Was gibt es zum Beispiel abseits von Fußball? Am Weihnachtsmarkt gehen, nein, mit der Familie einfach Zeit verbringen, vielleicht in Urlaub fahren, Skifahren fahren, genau. Und bei dir die 2 Wochen, bevor es am 25. wieder losgeht bei euch? Naja, für mich geht es ja am 25. nicht los. Da bin ich jetzt schon weg von dem. Wie die Yvonne auch gesagt hat, für mich das Wichtigste, Zeit mit der Familie, mit Freunden zu verbringen, viele Freundinnen, was natürlich aktiv noch Fußball spielen kommen, nach Hause, dass man die trifft und Zeit miteinander verbringt, weil ja, alles andere ist materiell und für mich ist da wirklich Zeit einfach das Schönste, was ich quasi meiner Familie geben kann, weil ich einfach auch nicht viel Zeit habe und Zeit mit Freunden. Es war zuvor schon die Frage im Chat, ich weiß ehrlicherweise nicht mehr von wem, weil so viel los ist im Chat, aber die Frage habe ich mir gemerkt und das ist das Entscheidende an dich, Yvonne. Die Frage, wenn es nichts mit Fußball geworden wäre, hätte es auch noch andere Sportarten gegeben, die in Frage gekommen wären? Ich war früher sehr oft Skifahren mit meinen Eltern. Meine Eltern haben mir einen Privatskilehrer auch bezahlt. Da hatte ich das Glück. Und ja, dann hatte ich auch eine Anfrage von der Skischule Stams. Musste mich aber dann entscheiden, Fußball oder Skifahren. Ja, habe mich dann für Fußball entschieden. Weil? Gott sei Dank. Sieht das auf Stams so? Ich war damals noch relativ jung. Ich war 12 oder 13 Jahre. Und Tirol war schon ein weiter Weg und meine Eltern wollten dann auch nicht, dass ich so früh ins Internat gehe. Und ja, deswegen auch Fußball und mein Vater hat auch selber Fußball gespielt. Deswegen. Und denkst du manchmal so, boah, was wäre, wenn ich doch die Ski gewählt hätte? Oder sagst du, du bist voll angekommen in deiner Rolle als Fußballer? Nein, ich sage, ich bin voll angekommen. Vor allem, ich muss ehrlich sagen, ich fahre jetzt gar nicht mehr so gerne Ski. Das ist auch gut. Mich hat es gewundert, dass das mit dem Skiurlaub gleich so zu sagen geht. Ich glaube, das muss ich nochmal in die Gruppenleine schreiben, dass das nicht so... Ja, also ich glaube, mit Fußball, da bin ich voll angekommen. Und bei dir gibt es auch eine Sportart abseits von Fußball? Ja, also ich habe mit durch die Austria Wien Paddle-Tennis für mich entdeckt. Mhm. Da gibt es immer so eine Gruppe auch, wo wir immer spielen gehen, wo immer wieder dann auch mal Vorstand und alle so irgendwo so dabei sind und es macht extrem Spaß. Da habe ich so irgendwo wieder was gefunden, wo ich sage, da kann ich mich richtig reinhauen. Und wie ärgerlich bist du dann auf dem Paddle-Tennis? So wie da drüben. Sehr ehrgeizig. Ja. Also das... Da möchte man nicht live erlebt haben, oder wie? Also geht noch. Ich meine, zu Beginn war es so, ja, habe ich erst ja 1-2 Mal gespielt. Mittlerweile erwarte ich dann schon anderes und dann ärgert es mich richtig. Also dann, ja. Nach Fußball mit Abstand die coolste Sportart, schreibt unser 10-Euro-Wettguthaben-Gewinner Büllner oder Buellner. Ibo fragt auch, ob ihr selber FIFA zockt und ob ihr eure FIFA-Karten gesehen habt. Ich spiele selber gar nicht FIFA. Ich glaube, ich habe dafür auch zu wenig Zeit. Bei dir? Ich habe früher viel, gespielt. Aber jetzt so alles, was in Richtung Wetten geht, gar nicht. Weil natürlich als aktive Spielerin das immer auch nicht so gerne gesehen wird. Man kennt den einen oder anderen Fall, was natürlich dann auch schon mal war. Eben alles, was so... Es ist halt... Ja. Habe ich nicht gemacht, jetzt habe ich es einmal gemacht, vor kurzem, aber da war ich nicht mehr aktive Spielerin.
Und habe auch verloren. Aber jetzt könnt ihr gewinnen bei unserem Admiral Bundesliga Sixpack. Zumindest die richtigen Tipps könnt ihr weitergeben, vielleicht an die Community, an Ivo, an Sinisa, an Wonderboy etc. etc. Seit dieser Saison ja auch möglich, auf die Frauen-Bundesliga zu setzen. Das ist vielleicht auch eine ganz interessante Info. Und auf Admiral sind auch sämtliche Spiele der Admiral-Frauen-Bundesliga zu sehen. Wir machen jetzt aber den Wechsel hin zu den Herren der Schöpfung, Admiral-Frauen, Admiral-Herren-Bundesliga dann, die natürlich nur Admiral-Bundesliga heißt, geht in die finale Runde. Letzter Spieltag der Herbstsaison, Runde 17. Es gibt wieder die Chance auf 1 Million Euro. Wenn man alle 6 richtig tippt, zum Beispiel Rapid gegen Salzburg, das erste Spiel. Das Top-Spiel der Woche. Wenn du das sagst. Definitiv. Ich bin natürlich auch vor Ort. Das grüne Herz. Ja, ein richtiges Kracherspiel. Ich bin natürlich vor Ort. Chat natürlich, wie immer, einfach mittippen. Wie sagt ihr, wie geht's aus? Und unsere Frage an euch. Was sagt ihr? Was ist euer Tipp? Rapid 1 Punkt Vorsprung noch auf die Quali-Gruppe, falls das weiterhilft. Und zuletzt im 2:1. Gewonnen bei der WSG ohne Kongolo, im dritten Spiel der zweite Ausschluss und Salzburg 1:0 beim WRC gewonnen. Ja, ich tippe da schon eher auf Salzburg. In Zahlen gegossen? Schade. In Zahlen gegossen sage ich, es wird ein 2:1 für Salzburg. Hätte ich jetzt auch gesagt, aber dann sage ich 3:1 für Salzburg. Cedric schreibt, ich zitiere Manuel Ortenlechner, ganz klares 5:0. Ich sage, es wird ein 2:0 für Rapid. Immerhin Heimspiel letztes Heimspiel des Jahres. Also ich glaube, die werden ordentlich Gas geben. Aber was sagt der Chat? Ibo sagt 1:1, Stefan schließt sich an, Emo sagt auch ein X. Viele tippen da heute auf ein Unentschieden. Das gegen WSG war enttäuschend, sagt Emo. Rapid gewinnt mit 2:0, da schließt sich an. Ace Pink Cactus 3:2 Rapid. Wäre wichtig im Hinblick auf die Meistergruppe, gilt auch für SK Austria Klagenfurt. Die Mannschaft von Peter Backholt empfängt den anderen Wiener Großclub, nämlich die Wiener Austria. Das Veilchen-Duell. Da bin ich gespannt auf einen Tipp. Ja, wir gewinnen. Ich sage, wir gewinnen 1:0. Ich sage 2:0. 2:0, schauen wir mal. 2,2er Quote übrigens auf die Wiener Austria in dem Fall. 2:0 Austria, ja, schreibt der Daniel. Daniel schließt sich an. Miamino auch. Buelna sagt auch die Wien. Austria. Wolfgang, wenn ich da jetzt aber eigentlich richtig sage, das haben wir dann auf Video, bin ich dann auch die Million. Brauchst dich nur einloggen und mitspielen, geht ganz leicht. Ich habe auch erfolglos mitgespielt bislang immer. Thorsten Mara, mein Freund, der lässt nichts durch, schreibt der Ibo. Austria Lustenau hat hingegen schon sehr viel durchgelassen in dieser Saison. Das nächste Spiel, auch für die Lustenauer natürlich, das letzte zu Hause gegen den LASK. Mhm. Für das Team aus dem Ländle zuletzt ein weiterer herber Dämpfer, das 0:3 im Derby gegen Altach. Können sich die Jungs von Sportkoordinator Alexander Schneider da jetzt rehabilitieren gegen den LASK? Oder gewinnt der Tabellendritte, Lisa? Ja, ich glaube schon, dass sich da der LASK auch durchsetzen wird. Ich glaube, ein 2:0 haben schon eine sehr, sehr gute Mannschaft. Ja, ich würde auch sagen, also LASK glaube ich auch, dass die definitiv gewinnen werden. Ich schätze mal auf ein 3:1. 3:1. Hames Lustenau heißt es da noch im Chat. Christian schließt sich an, sagt auch 3:1. Ibo sagt 3:0. Miamio tippt auch auf den LASK mit 3:1. Also Tendenz eher LASK heute hier im Chat in dieser Runde. 4:0 für den LASK, schreibt der Nobody. Und wir schauen weiter mit Blau-Weiß Linz gegen WSG Tirol. Für die Tiroler läuft es ja auch nicht wie am Schnürchen. Zuletzt, ja, vielleicht dann auch mit etwas Pech. Keinen Punkt geholt gegen Rapid, war spielerisch nicht ganz so schlecht, ergebnismäßig allerdings einmal mehr schon. Es hofft übrigens irgendjemand, dass WSG nicht absteigt in dieser Saison. Ja. Habe ich im Chat gelesen. Ja, voll. Wollte ich an dieser Stelle noch anmerken. Gibt es dafür 3 wichtige Punkte, Yvonne, jetzt in Linz bei Blau-Weiß? Ich glaube, dass es ein X wird. Mhm. In welcher Höhe? 1:1. So wie zuletzt gegen Sturm. Na, ich glaube, dass Blau-Weiß daheim schon im Heimstadion werden gewinnen. Ich glaube, 1:0, glaube ich. Gibt's auch. Sieg auf Blau-Weiß-Linz tippen tatsächlich auch ganz viele im Chat. 2:0 schreibt Wolfgang Schwarz. Ivo schließt sich ebenfalls an, er tippt auf ein X mit 0:0 in dem Fall. Aber Buelna, Benjamin und Christoph, sie alle setzen auf einen Sieg für
Linz. In Linz beginnt, schreibt der Nobody. Und in Hartberg geht es weiter, nämlich mit der Partie gegen den WAC. WAC eben, wie gesagt, zuletzt verloren 0-1 und die Hartberger 1-1 gegen SK Austria Klagenfurt. Wie geht es diesmal aus, Lisa? Ja, ich muss sagen, Hartberg hat ja heuer, die machen das richtig gut. Deswegen glaube ich auch, dass die daheim nochmal da alles reinhauen werden und glaube, dass sie mit 2-1 gewinnen. Ich glaube, dass Hartberg mit 1-0 gewinnt. Also ein Heimsieg. Für die Steirer gibt es einen solchen auch im abschließenden Spiel. Sonntag 17 Uhr Sturm gegen Altach. Das letzte Spiel vor der Winterpause. Sturm kann theoretisch noch Winterkönig werden, wenn Salzburg am Tag davor was liegen lässt. Das magst du jetzt? Ich glaube schon, dass Sturm Graz zu Hause gewinnen wird. Sie sind eine heimstarke Mannschaft. Ich tippe auf ein 2-1 für Sturm Graz. Lisa? Ich glaube tatsächlich an Unentschieden. Ich glaube, das geht 1-1 aus. Schauen wir mal, wir werden uns überraschen lassen. Chat noch sagt, Benjamin tippt 4-0 für Sturm, Christoph 3-0 auf Sturm und Wolfgang sagt 2-0. Genauso wie Daniel Ferry, der sagt auch 3-0. Also Tendenz im Chat eher, dass diesmal Sturm gewinnt. Wir werden es sehen am Sonntag. Wieder eine spannende Runde und dann Winterpause. Ja, dann ist es soweit. Hilft nichts, werden wir auch überstehen. Yvonne, ich habe gehört, du hast mal einen Geburtstag. Ja, ist richtig. Und jetzt habe ich eine Torte. Vielleicht habe ich was backen lassen in der Zwischenzeit. Das könnte jetzt groß werden. Ich muss mal schauen. Sollen wir Happy Birthday oder weil anstehen? Das mit singen kann ich nicht. Wahnsinn. Singen kann ich nicht, aber. Happy Birthday. Zu Hause mitsingen, bitte. Die gilt euch beiden. Deswegen. Ich bewege nur meine Lippen, bis das auch geht. Bitte schön. Vielen Dank. Happy Birthday. Werden wir danach gleich essen? Happy Birthday to you. Dankeschön. To you. Alles Gute. An beide. Wolfgang, alles Gute zum Geburtstag. Darf man auch heute schon gratulieren, denke ich. Wenn es Kuchen gibt, sowieso. Ja, alles Gute dir. Wie wird gefeiert? Was ist der Plan? Mit der Familie und Freunden. Genau. Es ist aber die klassische Antwort. Sollen wir mal die Ohren zu haben? Das ist die klassische Antwort. Und wie wirklich? Mit Familie und Freunden. Danke. Alles klar. Aber alles Gute zum Geburtstag. Gönn dir dann deinen Kuchen. Danke. Es ist auch deiner, Kathi. Oh, im Nachhinein. Und du kriegst auch das Admiral Sportshow Ehrenring. Ja, das ist auch wirklich mit, gell? Hätten wir schon geschenkt. Das gehört nicht mehr. Ich schenke es nur weiter. Sagt. Ihr seid mein Zeuge. Regie darf das auch nicht entscheiden. Aber der Glückstopf entscheidet langsam, aber sicher, glaube ich, wer die einmal zwei Bundesliga-Tickets der Admiral Bundesliga eben gewinnt, plus 50 Euro Admiral Wettguthaben, das ist der erste Preis und dann natürlich das Weihnachtspackage, das Starterpaket, das klingt nach mehr. Ja, dann warten wir schon, quasi was eingenäht und dann warten wir schon im Jänner, dass wegen ein Abo kommen. Aber ohne also, Hintergedanke ohne der Gewinn, das können wir natürlich an dieser Stelle auch anmerken. So, der Glückstopf wird umgerührt. Er ist fertig gerührt. Ja, ist schnell gerührt. Okay, einmal zwei Tickets für ein Admiral-Bundesligaspiel deiner Wahl plus 50 Euro on top Wettguthaben gewonnen hat. Ehren Toy auf YouTube. Herzlichen Glückwunsch. Gratuliere und Gratulation auch hinüber zu Twitch, genauer gesagt zu Schuki 1. Viel Spaß mit dem Austria Wien. Fan-Package mit dem Starter-Paket, wie Lisa so schön gesagt hat. Ich warte auf den Schuki. Schuki 1 wird sich melden, genauso wie Ehrentor. Und das in erster Linie einmal per Mail an sportshow@admiral.at, damit dann der Gewinn auch bei euch zu Hause landet. Und das pünktlich natürlich vor Weihnachten. Danke, schreibt Ehren schon. Alles Gute zum Geburtstag. Miamino. Danke für das Reh. Ist es schön. Das passt perfekt zu meiner Weihnachtsdeko zu Hause. Ja. Willst du auch einen Schneeball haben? Die Regie schön. Wird sich freuen können, dass du es herschenkst. Aber das war ganz viel selbst gebastelt. Ich bin Origami-Fan nämlich. Kann ich auch. Danke, Benni. Zu großzügig von dir. Und den habe ich exklusiv für dich angefertigt. Exklusiv. Obwohl ja das nicht ganz stimmt mit Santa. Ne? Bei uns kommt ja das Christkind. Ja, stimmt. Ja, habe ich einfügen lassen. Heute. Das Tor von Lisa Marcus gegen Frankreich bei der EM 2017 ist legendär. So, ich gebe dir den mal wieder. Sie nimmt meine Geschenke einfach nicht an. Nein, das ist so bemüht, sehr schön. Schneeball bekommst du noch. Ja, genau. Nimmst du das? Sehr gerne. Aber dann lassen wir es bleiben, hätte ich gesagt. Nächster Donnerstag sind wir nochmals da mit Luisa Altenhuber und Jakob Stadler aus dem Rudersport. Also
Und Chris ein spannendes Stefan Thema. Zur letzten Show des Jahres. Gibt es da nochmal einen richtigen Kracher hier in der Sportshow? Dann schauen wir, ob er es krachen lässt. Yvonne, bin ich eingeladen auf die Feier? Schreibt Ivo, das klärt sie dann bitte danach. Ich sage jedenfalls vielen Dank fürs Dasein. Hat viel Spaß gemacht mit danke, euch. Danke. Schöne Vorweihnachtszeit Dankeschön. Natürlich noch. Danke. Und danke. Schönen Feiertag euch zu Hause dann morgen und hoffentlich dann eben bis nächsten Donnerstag. Und jetzt Mahlzeit und viel Spaß wir mit dem uns Rentier. Jetzt den Kuchen. Ciao.